Das geschah in der letzten Folge von Angegruselt. Kommt von links. Kommt von links. Und so geht es heute weiter. Danke. Hey, aua. Bitte hör auf. Das ist nicht besonders sozial. Kannst du? Dankeschön. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt mit mir, Thomas von PlayAgain. Und in der heutigen Folge werden wir Witch spielen. Ein kleines Indie-Horror-Game, was ich bei PewDiePie und Corrupted entdeckt habe. Ich wollte es auch mal spielen, weil es etwas Besonderes ist. Es ist so grau und es ist etwas anderes, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es zu spielen. Download-Link natürlich in der Beschreibung. Ist ein kostenloses Spiel. Wie gesagt, es ist etwas Besonderes. Deswegen guckt es euch an. Schwarz-Weiß und meine Facecam ist jetzt auch schwarz-weiß, das passt doch perfekt. Eine 1, okay. Scheint abgeschlossen zu sein. Ein Ball. Scheint abgeschlossen zu sein, eine 2. Scheint abgeschlossen zu sein, eine 3. Scheint abgeschlossen zu sein. Okay, jetzt ist hier nur eine Wand. Ich schätze mal, da muss hier irgendwo ein Schlüssel sein, nicht? Das ist ein kleines Rätselspiel im Übrigen. Ich lasse mir alle Zeit der Welt. Tut mir leid, ich musste gerade was wegkarten. Weil ich wie immer gestört wurde. Ein Herz. Auch abgeschlossen. Maus. Eine Maus. Linksklick. Ah, ducken können wir uns also auch. Das trifft sich doch schon mal gut. Nein. Ist auch nichts drin, ne? So höre ich gerade meinen Herzschlag. Das ist nicht so bornös. Aber hier scheint nichts drin zu sein. Wobei, ist noch eine Schublade. Auch nichts, hä? Aber das ist noch eine Schublade. Ist da noch was drin? Hier scheint schon mal nichts drin zu sein, wie es aussieht. Können wir springen? Da auch nicht. Ah, bingo. Jetzt haben wir schon mal den Schlüssel für den ersten Raum wahrscheinlich, was? Peter. Oh, hier ist auch noch ein. Oh. Ah, wir haben jetzt den Schlüssel für Raum 3 aufgesammelt, schätze ich mal. Das Klo können wir auch öffnen. Ich muss sagen, die Atmosphäre in diesem Spiel ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob es so gruselig wird. Schätzungsweise ja, aber es ist schon mal was anderes als die Spiele, die ich sonst immer spiele. Hallo? Zwei, also ein Mensch, beziehungsweise zwei Menschen plus zwei Schlüssel gleich zwei Räume, gleich zwei Schlüssel gleich zwei, was? Okay. Mathematik in den Ferien, das trifft sich doch mal schon mal gut. Jetzt werden wir einfach mal uns ducken und gucken, was hier so drin ist. Nein, nichts. Auch nichts. Und da ist nur eine Wand. Ja, ist alles relativ verpixelt. Nein. 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 Wow. Theoretisch gesehen muss hier ja was drin sein, oder? Was scheint hier der Ausgang zu sein, ne? Ja, wie es aussieht. Boah, ey. Können wir die Tür zumachen? Nee, scheint nicht so. Aber wo kann denn hier sonst was sein? Habe ich vielleicht unten irgendwas übersehen? Ist gar nichts. Sprinten können wir auch nicht. Das heißt, wir müssen in diesem Spiel schon mal nicht weglaufen. Wir schauen einfach mal wieder unten vorbei. Und gucken, was hier so ist. Nein. Ich höre wieder meinen Herzschlag. Was heißt das, wenn man hier einen Herzschlag hört? Jumpscare oder sowas in der Art? Okay, das kann man auch öffnen? Ja gut, hab ich gesagt. Ist echt komisch, ne? Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Hä, wo kann. Warte mal, hier ist noch eine Schranktür.
Aber nichts drinne, Mann. Verflixt. Ah, da ist auch noch eine Tür. Ja, auch nichts drinne. Ist hier sonst doch irgendwo was? Ich glaube, sonst im Notfall cutte ich was weg. Cutte ich was weg? Vielleicht irgendwie unter eine Treppe hier oder so. Vielleicht irgendwo in der Ecke. Exit. Ah. Sheesh. Ah, natürlich ist das Exit abgeschlossen. Okay, man hört Vögel von draußen. Das heißt, wir leben schon mal nicht in der Zombie-Apokalypse oder sowas in Art. Wir gehen nochmal hoch. Vielleicht haben wir auch da irgendwas übersehen oder so. Irgendwas, was wir übersehen hätten könnten. Boah, ey. Man muss sagen, von der Grafik wird einem etwas schlecht. Nein. Nein. Ich cutte mal was weg und wir sehen uns gleich wieder. Wirklich? Das ist ein Schlüssel, oder? Oh, so ein billiges Versteck, aber auch. Okay, wir gehen gemeinsam in Raum 2. Holy crap! Hallo? Du bewegst dich nicht, oder? Okay. Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Oh, dankeschön. Ja, jetzt. Was? Was er? Oh. Schlüssel gleich Baseball gleich Herz. Okay. Und wo ist die hin? Also die hat den Schlüssel. Der Schlüssel gehört irgendwie zum Baseballball, was auch immer ist, zum Herz. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Herz suchen oder was? Okay, wir suchen nochmal alle Schlüsselverstecke ab, die es hier ungefähr im Spiel gibt. Und gucken, was wir so erreichen können. Das war schon ein bisschen creepy. Ich frage mich, wo die hin ist. Ah, ich weiß, wofür die Greifzange ist. Ich glaube, vor unten für das Klo. Mich beunruhigt es ein bisschen, dass die weg ist. Und ich hoffe, dass sie irgendwie nicht auftaucht. Hey! Brate, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? See you later. Wir sehen uns beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Ich wusste es. Hallo? Ich wusste es, weil vorhin der dritte Schlüssel ja da reingefallen ist und man sich aufmachen konnte. Deswegen habe ich mir gedacht, man könnte später noch gebrauchen. Ah, nice one. Sind das die Credits? Oh ja. Der nächste Schlüssel. Und? Bitte! Willst du auch ein bisschen gucken? Dir fehlt ein Kopf, das weißt du. Und wieso hast du... Achso, das Herz ist immer noch weg. Kannst du mich bitte da durchlassen? Oh, Mann! Ich hoffe, die ist immer noch verschwunden. Hallo? Okay. Die scheint weg zu sein. Okay, hier kann man nichts machen. Dein Kopf ist da drin. Dein Kopf ist da drinnen.
Willst du den Kopf haben? Dann, oh, nice one. Jetzt hebt sie tatsächlich ihren Kopf auf. Okay. Die sah mir ohne Kopf irgendwie ein bisschen netter aus. Wir gehen trotzdem mal zu ihr in den Raum. Hallo? Ja. Okay. Wir kommen hier nicht raus, oder? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, sie merkt, dass... Wieso ist die Tür zu? Ich glaube, sie hat gemerkt, dass... keine zwei Personen... hier raus können. Was? Nein. Nein! Pfui! Aua! Aua! Das ist nicht besonders sozial von dir. Aua! Aua! Das ist nicht besonders nett. Kannst du wohl bitte aufhören? Danke. Hey, aua! Bitte hör auf. Das ist nicht besonders sozial. Kannst du... Dankeschön. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich tot. Willst du nicht auch noch einmal stechen? Nein? Oh, jetzt ist wenigstens die Tür auf. Ich sag's dir, irgendwann werde ich dir nochmal begegnen. Witch. Okay. Das war's mit dem kleinen Indie-Horror-Game. Jo. Das Spiel hat sich jetzt so beendet. Ja, da kann ich schon mal sagen, das war's dann mit der heutigen Angeruselfolge. Das Spiel hat mir eigentlich relativ gut gefallen, auch wenn es relativ kurz war. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ihr könnt mir mal eure Meinung zu dem Spiel unten in die Kommentare dalassen. Wir sehen uns in der nächsten Angeruselfolge. Schreibt mir eure neuen Spielevorschläge in die Kommentare. Bye.